Moin Leute, ich bin Simo von Waldkult. Mit mir unterwegs ist der Pascal und ja, der will mir mal so ein paar Orte hier zeigen und wir fangen mal mit einem Steinbruch an. Wenn ihr Bock habt auf eine neue Tour, dann seid wieder mit am Start. Warnhinweis: Alle in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keine Haftung. So, wir haben hier wohl im Steinbruch zwei Eingänge. Hier ist der erste Eingang und da sieht man schon oben ein Lüftungsloch. Hier war wahrscheinlich eine Tür. Wurde zwischenzeitlich zugemacht, aber dann wieder aufgemacht und wir gehen jetzt einfach mal rein, gucken, was hier so abgeht. Bin schon gespannt. Kannst du mal kurz die Kamera halten? Klar. Ja. Ich lasse den Rucksack einfach draußen. Ist ja nicht so groß. Ja, es geht. Es ist schon. Ist schon? Schon groß, ja. Es ist auf jeden Fall schon unglaublich warm hier drin. Und wir kommen hier in so einen Flöz. Ungefähr Deckenhöhe 2,50, eher 3 Meter bis 4 Meter. Aber übelst warm hier drin, oder? Ja, hier ist wirklich schön gerade. Seht ihr das draußen, wie das gerade sind? Hier waren, denke ich mal, auf dem Boden irgendwo Maschinen, dass die hier mit der Lore reingegangen sind. Hier oben sind noch so alte Metallhaken und hier ist halt so ein Bohrloch. Da haben die gebohrt, um das dann aufzusprengen. Ja. Ist halt so eine Sache, jetzt hier reinzulegen. Hier könnten nämlich auch Fledermäuse drin sein. Stimmt. Das macht man eigentlich nicht. Aber wir haben Glück. Na gut, hier ist schon zu Ende. Das ging noch rum. Oh ja. Ich hier geht es noch weiter. Und das war's. Hier liegen halt so einige Sachen auf dem Boden. Müll. Ja gut. Hier kommt man dann nicht weiter. Vielleicht war das nur so ein Probestollen oder was, das hier geguckt haben. Was man hier so aus der Erde holen kann. Jo. Gehen wir mal in den nächsten. Was hast du da gefunden? Weichspüler. Weichspüler ist das gewesen. Ja. Und hier ist so eine alte Milchkanne. So sieht das aus zumindest. Mhm. Hier haben wir noch alte Glasscherben von einer Glaskaraffe vermutlich. Ich denke mal, das ist einfach ja, alter Müll, der hier abgeladen worden ist. Weil er ganz am Eingang liegt. Das ist ja oft so, dass die dann ihren Müll einfach so entsorgen. Ja. Ja. Auf jeden Fall interessant. Und hier war, denke ich mal, eine Stahltür drin. Oder mit Holz. Das kann natürlich auch sein. So, hier ist ja alles. Ja, ich denke mal, die ganzen Holzbalken, die hier unten liegen, das ist von der Tür, vom Eingang. Ein uraltes, weggerostetes Schloss. Hier. Genau. So, das ist der alte Steinbruch. Und hier zumindest sieht das so aus, als ob hier nochmal so ein Portal war, dass man dann hier nochmal rein konnte. Das wurde ja, alles verschüttet. So sieht das zumindest aus. Hier haben wir den zweiten Eingang. ja, ein bisschen kleiner. Aber auch nicht schlecht. Links und rechts wieder Lüftungsschlitze. Hier gehen wir jetzt mal rein. So, ich habe es geschafft durch das kleine Loch. Dann wird Pascal wohl keine Probleme haben. Hier ist auf jeden Fall. Achso, nee, das ist das Lüftungsrohr. Hier liegt derselbe Müll quasi auf dem Boden. Aber in mehrfacher Ausführung. Hier hat wirklich einfach jemand seinen Müll entsorgt. Großen Stil. Auch hier, das sieht fast aus wie Glasfaserwolle.
Na, hier ist eine Tasche, auch mit Müll. Das ist ein altes Müllwagen. Ja. Schuhe, alte Reifen. Aber schon richtig alte Sachen teilweise. Alte Töpfe. Teilweise in dem Dingen zum Beispiel. Moment, wo ist das? Da, in dem Glas ist noch Flüssigkeit drin. Keine Ahnung, was das ist. Noch alte Dosen hier. Leer. Hier ist eine Weinflasche. Und da, die ist auch noch gefüllt. Da ist noch Flüssigkeit drin. Das ist ja komisch. Das verstehe ich nicht. Übelst viel altes Zeugs. Ganz viele alte Schuhe. Das ist ein alter Müllkübel. Ne? Das sieht so aus wie ein Müllkübel. Und da haben die Farbdosen und so entsorgt hier. Illegal. Und hier, das sieht aus wie so ein alter Tankdeckel vom Radlader oder so. Übel. Das ist eine richtige alte Mülldeponie. Schuhcreme auch. Hier ein altes Spielzeugauto. Krass. Dann hier noch Porzellantasse. Was hier alles rumfliegt. Ist schon interessant. Weil es war wahrscheinlich hier mal. Guck mal hier. Das ist ja richtig dick drin hier. Eine richtige dicke Schicht Müll ist das. Ja, das nehmen dann Leute halt als Entsorgungsstelle. Aber das ist genau der gleiche Stil, vom Bau her nur ein bisschen kleiner, wie die andere Höhle quasi. Hier haben die dann aufgehört, warum auch immer. Keine Ahnung, Leute. Aber man wüsste, was die hier gesucht haben. Siehst du auch nichts hier. Wir haben noch eine geheimnisvolle Treppe nach oben entdeckt. Die werden wir uns jetzt nochmal angucken. Und ja, mal gucken, was am Ende der Treppe ist. Hier sind auf jeden Fall Mücken. Aber die sind teilweise schon tot. Da eine Mücke, die lebt noch. So ein Last of Us. Für 7 Liter klare Brühe. Aha. Das ist auch schon älter, ne? Ja, ja. Das ist, denke ich mal, alles so aus den 70er Jahren, so wie das aussieht. Hier ein alter Scheinwerfer. Genau. Wo? Wo ist denn meine Kamera? Da ist ein alter Scheinwerfer zum Beispiel. Über ein alter Schuh. Wie interessant Müll sein kann, oder Leute? Also wo ich kleiner war, stand hier früher noch dieses Nachbargebäude, das war auch riesengroß. Das ging ein bisschen hinter, fast bis zu diesem weißen Stromkasten. Und da sah das auch noch alles vom Zustand her besser aus. Da gab es eine Brücke, da kannst du von dem Gebäude in das andere Gebäude einfach drüber laufen. Ah, okay. Das ist nämlich die alte Brauerei hier. Da gehen wir später nochmal rein. Das gibt dann quasi ein zweites Video, ne? Schon mal vormerken. Wir gehen jetzt erstmal hier so eine endlose Treppe hoch und gucken mal und erforschen ein bisschen, was da so abgeht. Hier haben wir das Eingangsportal quasi. Und dann geht dann diese Treppe hoch. Da oben steht so ein verlassenes Gebäude. Das gucken wir uns mal an. Das sind alles hier Mauerwerke quasi. Den ganzen Berg entlang, um den Hang zu sichern, denke ich mal. Ja, gehen wir mal hoch.
die endlose Treppe. Boah. Da unten war vielleicht einfach so ein Holzturm. Ja. Aber jetzt sind wir nicht mehr drin. Oh. So, hier kommen wir natürlich dann zu so einer alten Anlage. Vielleicht war das mal hier so ein Schreppergarten oder sowas. Hier war auf jeden Fall, ich glaube, die Wasserleitung. Sieht mir zumindest so aus, dass die von da unten Wasser hochgepumpt haben. Da hinten ist auch noch so eine Buchte. Ja, gehen wir mal kicken, ne? Naja, und das ist komisch. Die haben hier ein isoliertes Rohr von hier unten bis nach da hochgelegt. Das muss ja auch irgendwo hinführen. Da oben ist noch eine Hütte, noch ein Haus, siehst du? Hm. Ja, das sieht noch. Und da auf der rechten Seite auch. Hm, das ist aber Holzgestein. Das sieht noch fast neu aus, ne? Ja, ja, das wird auch sein. Das wird noch benutzt vielleicht. Vielleicht beziehen die auch noch Wasser von hier. Gucken wir erstmal hier rein. So. Steht eine alte Flasche Contré Likör. Schöne Flasche. Auf jeden Fall. Honigglas. Das ist ein alter Ofen, ne? Ja. Kachelofen. Schön, aber sonst gut. Die hatten sogar Strom hier, guck mal. Hm. Also schlecht haben die hier nicht gelebt. Es war nicht übelst groß, aber hier stand dann der Ofen. Jo, nicht schlecht. Vielleicht war das sogar mal ein Wohnhaus, da kann ich mir eigentlich gar nicht was vorstellen. Ne? Hier haben wir dann noch so eine kleine Buchte. Auf jeden Fall Tannzapfen gesammelt, wahrscheinlich um den Kamin anzufeuern. Ja. Was ist das? Ist das Kohle? Das sieht aus wie Koks. Ach so. Ja, da liegt noch Koks. Ja, gehen wir mal in die andere. Bitte, das war dann wahrscheinlich eher Lagerraum. Oder das gehörte halt, war eine andere Parzelle, gehörte anderen Leuten. Die ja dann auch, was weiß ich, im Sommer gelebt haben zum Beispiel. Also hier von hier aus hast du auf jeden Fall, wenn die ganzen Bäume nicht gewesen wären, eine sehr, sehr schöne Aussicht. Mhm. Das kann sein, dass hier früher keine Bäume standen, weil da unten ist noch so eine Abgrenzung. Hier war auch mal ein Zaun bestimmt. Das war ja auch eine Ebene für sich quasi, vielleicht auch eine Parzelle. Vielleicht haben hier mehrere Leute einfach ihre Häuser gehabt und hier gewohnt. Und dann hatten die eine sehr, sehr schöne Aussicht. Ne? Ja. Wie auch immer. Hier ist auf jeden Fall noch ein alter Tisch. Eine sehr schöne alte Tür. Und hier wurde das Holz gelagert. Aha. Genau. Altes Holz. Was ist das? Das Werkstatt. Genau. Hier liegt überall noch Werkzeug rum. Ja. Hier im Mauer, das ist wirklich cool, ne? Im Felsen reingebaut, ne? Das ist schon interessant. Ja, und am Felsen ist dann quasi die Decke runtergekommen. Da hat sich das Wasser gesammelt. Wir gucken noch mal kurz auf die Werkbank. Denn hier liegt noch jede Menge Gerümpel, alte Nägel. Und immer wichtig halt,
jeder Art von Räumlichkeiten gab es immer eine Pulle Schnaps. Hier noch ein altes Rad. Ja. Was ist das? Jubelmehlwasser. Aha. Ja. Könnt ihr mal sehen. Hier steht noch alles. Hier ist noch alles. Ja. Und da oben geht's raus. Hier sind die Eiszapfen. Wir haben übrigens -2 oder -3 Grad. So, hier sind wir in den nächsten Räumlichkeiten. Und? Da kommt rein, Curioso. Ja, ich denke mal, das waren eher doch dann die Lagerräumlichkeit von dem anderen Gebäude. Oh, hier ist auch so in den Berg reingebaut. Und hier ist ein alter Schrank. Und da stand mal irgendwas drauf. Wartung, weiß ich nicht. Irgendwo und nein. Ist leer der Schrank, der wurde aufgebrochen. Hier. Ja, was weiß ich, vielleicht Erste Hilfe oder so. Irgendwie sowas wird da drin gewesen sein. Ja. So Leute, das ist auch schon wieder gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Timo von Waldgut. Ciao, ciao.